Und dann begrüße ich auch alle mit einem Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatores zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Attila mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Ostrom. Und vielen Dank übrigens nochmal an den Skoran für den Sub für 44 Monate. Wahnsinn. Ja, also ich teile mal wieder ganz kurz so ein paar Überlegungen mit euch. Und zwar, ja, so, es gibt so ein paar Abwägungen. Also ein großes Problem ist halt diese Flotte von Armenien hier. Egal, auch dass die keine Integrität mehr haben, das macht nichts. Die kämpfen trotzdem wie die Wilden. Ja, also das wird nichts ausmachen. Die Frage ist halt, wo platzieren wir uns jetzt mit unserer Flotte? Wir könnten zum Beispiel sagen, wir segeln halt hierhin und hierhin. Und dann greift er uns natürlich an. Und wir können halt hoffen, dass wir uns so weit zurückziehen, dass er uns nicht nochmal angreifen kann. Ne? Das ist aber nicht unbedingt gesetzt. Da sind unsere Chancen natürlich besser, wenn wir uns irgendwo hierhin zurückziehen oder so. Ja. Die Flotte meldet Aber wie sich. gesagt, ne, das ist nicht wirklich gesetzt. Das müssten wir halt mal schauen. Ja, genau. Warte mal, das da ist Hohe See, ne? Ja, das ist alles. Ja, das ist alles so sehr unwägbar. Alles sehr, sehr schlecht. Wir könnten jetzt diese Flotte so ein bisschen versuchen aufzuteilen. Also sagen wir, die eine schicken wir hier hin. Und die andere schicken wir hier hin und dann werden die sich beide zurückziehen und dann hoffen wir, dass er nur eine davon vernichtet. Also das kann ich mir tatsächlich noch vorstellen. Zumindest könnten wir versuchen, noch was zu reißen. Auf jeden Fall werden wir mit diesen Flotten große Probleme kriegen. Es war auch, glaube ich, mal wieder, ich weiß nicht, warum haben die nochmal so viele Punkte verloren? Ich glaube, weil ich irgendwie eine Küstenbelagerung automatisch gemacht habe. Man merkt halt auch wieder, man sollte das nicht machen. Ja, genau, man sollte das nicht machen. Aber es ist okay. Armenien hat, also wir können tatsächlich dieses Flottenrennen gegen Armenien halbwegs gut gewinnen, denn Armenien selber. Lass mich nochmal ganz kurz schauen, bis wann kommt der bis hier hin. Er kommt nochmal ein bisschen weiter, ne? Vielleicht fährst du nochmal hier hin und dann hat er so ein paar Auswahlmöglichkeiten. Die sind nicht im Gewaltrudern, ne? Ne, die rudern ganz normal. Okay. Weil wir müssen halt gucken, der darf uns nicht komplett abfangen, ne? Das wäre halt ein bisschen unschön. Aber wir könnten vielleicht tatsächlich. Also er soll halt wirklich schon so sein, dass er uns angreifen kann. Kann er halt mit den beiden verstärken und könnte halt hier angreifen, ne? Genau, und damit wir das nochmal so ein bisschen valider machen, tun wir mal so, als würdest du hier noch irgendwie ein Schiff rekrutieren. Das muss eigentlich, das mehr so Alibi-mäßig. So. Das zu der Flottensituation, also Flottenrennen gegen Armenien werden wir auf Dauer gewinnen, aber das war's dann auch schon, weil die Sassaniden halt jetzt auch noch eine Flotte aufbauen werden, schätze ich einfach mal. Also ich glaube, die. Ja, das Einzige, was uns da noch irgendwie retten würde, wäre tatsächlich, wenn wir hier die kompletten Küsten irgendwie platt machen. Aber man sieht halt auch, die Flotte von Armenien ist halt auch einfach noch viel zu groß. Anstatt dass man da irgendwie wirklich was gegen machen könnte. Gerade so in diesen Flottengefechten ist die KI halt einfach viel zu stark. So, jetzt kommt noch ein anderer Punkt. Und zwar, das sieht man hier nicht unbedingt voraus. Aber es wird Folgendes passieren. Die Hunnen werden alle Armeen verlieren hier. Und dann haben die Sassaniden wieder 7 Fullstacks und stampfen uns in den Boden. So, das ist die Situation. Das kann man nicht unbedingt vorausahnen. Naja, man kann es aber vielleicht doch vorausahnen. Aber das ist für uns insofern wichtig, dass wir ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Will also heißen, unsere Devise hier lautet nicht, Siedlungen dauerhaft zu halten, sondern nach Möglichkeit nur kurzfristig zu halten und dann aber niederzureißen. Jetzt gibt es noch einen anderen Punkt, der da eine Rolle spielt, und zwar, das haben wir noch nicht gesehen. Das sehen wir aber, wenn wir jetzt nochmal unseren Seitenanführer angucken. Der hat einen interessanten Trade. Der ist nämlich.
Ein Synonym für Grausamkeit. Der bringt uns minus 3 öffentliche Ordnung in allen Städten, minus 1 Loyalität auf alle Charaktere und minus 2 Integrität auf die kommandierenden Streitkräfte. Das ist einfach so ein Killer-Trade, ja. Ich habe keine Ahnung, wie man damit konkurrieren soll. Das ist einfach so brutal, dass so ein heftiger Debuff. Was wir jetzt noch machen könnten, wäre, also ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung, warum der diesen Trade hat in Thrakien, ein ganz normaler Statthalter. Das hat das Spiel dem halt einfach so gegeben. Ich meine, er hat ja auch nie irgendwie besondere miese Aktionen gebracht oder so, ne? Aber wir haben einfach die Trades von diesem Statthalter, die killen, von unserem Seitenhand, für die killen uns halt einfach, ja. Naja, okay, gut, wir sind wieder bei historisch korrekten, bei historisch korrekten Umständen, ne? Sozusagen. Ja, der Typ ist cool, ne? Den könnten wir zum Beispiel ganz gut gebrauchen. Als adoptierten Charakter vielleicht, dann würde er halt illoyal, aber vielleicht könnte das noch für uns was tun. Wenn wir noch den Anatolius Basilus adoptieren. So, das sind General in Kappadokien. Der ist ja irgendwie, genau, der ist gestorben. Den hatten wir adoptiert, das ist schade. Das ist unser Erbe, genau. Der kann auch nicht heiraten. Und ich überlege halt jetzt gerade, was ich halt machen kann, um den Typen um die Ecke zu bringen, ne? Weil ich, ehrlich gesagt, ich möchte den nicht mehr spielen. Und wenn wir halt eine andere Dynastie bekommen, in Herrgotts Namen, ja, aber den behalten wir safe nicht, ja. Also garantiert behalten wir den nicht. Du bist auch ein General, ne? Das sind, okay, ja, da müssen wir gleich nochmal gerade gucken. Zeig mir nochmal, wo ist der? Zu euren Diensten. Das ist der Typ hier. Okay, vielleicht müssen wir da noch mal ein bisschen was ändern. Was lese ich noch im Chat? Der Ariwisse schreibt noch, vielleicht, weil du viele Regionen niedergebrannt hast und er als Seitenanführer dafür in Den Haag verantwortlich gemacht wurde. Sehr schön. Eine interessante Erklärung. Tatsächlich, ich weiß nicht, so viel niedergebrannt haben wir tatsächlich gar nicht. Aber ich, also man muss auch sagen, das ist so, wenn das Spiel einfach will, dass du halt leidest, dann leidest du halt einfach. Wir können nur gucken, welche Möglichkeit wir haben, damit umzugehen. Und die Möglichkeit, damit umzugehen, ist halt, wir himmeln den jetzt irgendwo. Und wenn das nochmal passiert, machen wir genau das Gleiche. Also es hat keinen Wert, mit diesem System anders zu spielen. Also das ist nochmal so ein wichtiger Punkt, ne? Genau, aber ich war ja auch noch bei der militärischen Situation. Die ist auch komplett ausweglos hier drüben. Also wir werden nichts hier gehalten kriegen, ja. Also wir nehmen nur, wir haben viel zu viele Siedlungen hier, ja. Wir haben Kappadokien und wir haben hier oben Bithynien. Das können wir alles gar nicht halten, das ist viel zu viel eigentlich. Wir müssen gucken, dass wir hier uns vielleicht sogar nochmal zurückziehen und nur auf Bithynien konzentrieren. Ja, jetzt haben wir noch ein anderes Problem. Aufgrund unseres Statthalters natürlich haben wir auch solche Effekte, wie das jetzt zum Beispiel überall die öffentliche Ordnung reduziert. Die politische Situation reduziert die öffentliche Ordnung auch. Politische Situation, was heißt das eigentlich nochmal genau? Ist es ein Buff oder ein Debuff, den wir haben? Macht mächtig, genau, weil wir sind halt... Nee, das ist nicht das hier, sondern das ist das hier oder da ist das, ne? Genau, weil wir mächtig sind, also wir haben zu viel Macht, ja? Deswegen kriegen wir auch Mali auf die öffentliche Ordnung. Das ist auch nochmal so ein Punkt, ja? Also kennt man auch, ne? Ist irgendwie klar. Also das Spiel will einem das Leben schwer machen und dann tut es das auch. Das heißt, wir können auch unsere Siedlungen, so wie wir sie momentan haben, nicht halten. Also wir haben zu viele Modifikatoren in den Siedlungen, als dass wir die dauerhaft so halten können. Wir müssen also, wenn wir nicht an der öffentlichen Ordnung zugrunde gehen wollen, wie zu Beginn des Spieles, müssen wir Gebäude abreißen und Ähnliches.
Ja, Ravenna ist übrigens auch nochmal so ein ganz gutes Beispiel. Du kannst hier raus. Wir könnten den nach Ravenna stellen, aber in Ravenna kommen wir noch besser mit den Revolten klar als hier in unseren Kerngebieten. Hier zum Beispiel müssen wir das auch machen. Ne? Also deswegen kommst du jetzt mal gerade hier hin. Dieser Spion war ja dafür zuständig, hier die Korruption zu reduzieren und die Baukosten zu senken. Aber auch hier werden wir nichts reinstecken weiterhin. Wir bleiben erstmal, wir lassen es erstmal so, wie es ist. Und schicken dich am besten irgendwie auch nochmal hier rüber. Du erhöhst den Wohlstand, ne, durch Landwirtschaftsgebäude, genau. Du stehst da eigentlich genau richtig, das ist okay, der kann da stehen bleiben. Genau, öffentliche Ordnung hier ist bei minus 5. Das muss man sich mal geben, ne? Das ist eigentlich schon echt, echt heftig. Wir müssen also hier bei diesen Gebäuden, also entweder müssten wir die umbauen, das bringt uns aber nicht viel, denn die, der Umbau alleine, der macht nicht so ein, der macht keinen Unterschied bei der öffentlichen Ordnung. Hier ebenso. Wir müssten also gucken. Das Problem, wir haben hier 200 Nahrung, das ist eigentlich ganz gut. Deswegen könnten wir zum Beispiel versuchen, hier so einen Fischereihafen umzubauen zu so einem Militärhafen. Das dauert aber halt ewig. Oder wir reißen den nochmal um eine Stufe ab. Wir würden halt 20 Nahrung verlieren und nochmal Wohlstand, aber wir würden halt insgesamt nochmal die öffentliche Ordnung verbessern. Ja, aber das ist einfach so übel. Eine andere Sache wäre, wir könnten hingehen und die, wir könnten auch noch die, das müssen wir in den anderen Städten machen, ne? Um den Nahrungsmittelmangel zu reduzieren. Da müssten wir auch noch gucken, ob wir da in den Städten mit Nahrungsmittelmangel die Siedlungen verkleinern. Hier könnten wir nochmal schauen. Das ist nur minus 2 auf die öffentliche Ordnung. Das reduziert ja nur die Baukosten, ne? Das bringt einfach gar nichts. Und hier den Weinmarkt, da könnten wir überlegen, ob wir den umbauen. Aber auch das ist, glaube ich, nicht so gut, ne? Weil das bringt dann natürlich wieder andere Religionsdinger. Aber bringt halt die öffentliche Ordnung halt so viel besser voran, ne? Wenn ihr mal guckt, ne? Ein Amphitheater bringt 2 Punkte Verarmung, warum auch immer. Das haben wir übrigens in allen unseren Provinzen halt. Ein Grund dafür ist eben unser Statthalter. Unter anderem. Ja, dann lasst uns mal ganz kurz schauen. Wir haben außerdem, ja, und man darf auch einen weiteren Punkt nicht vergessen. Dieser Modifikator, den wir haben, auf die Loyalität, das ist einfach so brachial. So brachial krass, auf jeder Charakter kriegt halt einen Loyalitätsmalus. Jeder, wirklich jeder, die hätten eigentlich, wären die alle noch im grünen Bereich, aber wirklich jeder von denen kriegt einen Loyalitätsmalus. Auch die neu Angeworbenen kriegen alle einen Loyalitätsmalus. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, es ist komplett irre. Also, das Ding automatisch belagern, ja. Ich habe das übrigens auch nochmal geplaytestet. Und hab gedacht, guck mal, der hat 4 Bogenschützen, eine Einheit Speerträger und eine Kaff. Schau dir die Armee an. Wir stürmen den, wir schaffen das. Keine Chance. Nicht den Hauch einer Chance. Man hat mit einer solchen Armee nicht den Hauch einer Chance gegen diese Einheiten. Bei der Belagerung. Also hier, gesamte Verluste, Gefangene, 20, 23 und so weiter. Also das ist ja traumhaft, ja? Also... Die machen bei uns das Zehnfache an Kills, wenn wir das manuell machen. Das ist der absolute Hammer. Das ist keine bessere Option. Wir plündern und besetzen das. So, wir werden übrigens diese Provinz hier von den Steuern ausnehmen. Und das reißen wir alles ab.
easy. Das kriegen wir selber auch nicht besser hin. Plündern und besetzen, bitte. Wir hungern nach einer Schlacht. So, wir das noch reparieren, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Auch hier machen wir nochmal die Besteuerung aus. Ich bin ein Schatten. Ja, du stellst dich mal gerade hier hin. Wie kann ich euch noch helfen? Keine Ahnung, stör die Siedlung. Ich werde aus der Dunkelheit kommen. Cool, wir sind jetzt im Imperium. Das Tolle ist, dadurch haben wir immerhin die Möglichkeit, neue Armeen aufzustellen. So, jetzt haben wir noch einen Streiter hier. Der muss den Typen da attentäten. Diese Seele ist auf ihrem Weg ins Jenseits. Gut, okay, das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben noch einen hier drüben. Salve, wie kann ich euch helfen? Mach mal einen Angriff hier drauf. Die Agenten müssen irgendwas machen. Auch das hat geklappt, cool. Denn, ja, also die müssen irgendwas machen, ansonsten sind die auch nutzlos. So, ja, die bleibt so, wie sie ist. Ja, genau. Und diese Siedlung werden wir alle wieder aufgeben. Also wir rauben die einmal gewissermaßen aus, holen uns die Einheitenverstärkung und sobald wir die ausgeplündert haben, ziehen wir uns alle wieder zurück. Also dann laufen wir halt hier nach Trapezos oder so. Dann ziehen wir uns wieder in unsere Kernlande zurück. Wir müssen ja jetzt hier verteidigen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Ihr seht ja auch hier, öffentliche Ordnung unfassbar schlecht. Das da, hörst du mal bitte, achso, ist das ein Umbau? Ah, die zwei Runden kannst du noch warten, ne? Weil diese Siedlung hier hat zu wenig Nahrung. Deswegen wirst du das hier auch um eine Stufe reduzieren. Und das kann so bleiben erstmal, ne? Oder warte, wie viel Nahrungsmalus haben wir hier? Minus 100. Ja, doch, reduziere das mal um 1 noch. Wir können diese Siedlungen eh nicht halten. Also das kann man, ja, wie gesagt, genau. Also wir müssen damit rechnen, diese Siedlungen können wir wahrscheinlich nicht halten. Wir hungern nach einer Schlacht. Das ist ja auch keine gute Armee, um hier irgendwas zu verteidigen. Du kannst aber trotzdem mal nach Caesarea Eusebia gehen. Oder bleibst du hier stehen und gehst in den Hinterhaltsmodus? Du gehst auf jeden Fall mal gerade hier hin. Ich erwarte eure Befehle. Hatten wir Amida gerade ausgeraubt? Nein, hatten wir nicht. Offenbar. Was haben die da drin? Super. Natürlich wieder so eine Berserker-Armee. Okay, pass auf, dann mach den noch einmal platt. Alter. Ja, bitte ausrauben, danke. Wäre ich doch nur so schnell wie die Engel. Mhm. Und dann stellst du dich einfach mal hier hinter, bitte. War das alles? Ja, mach noch Hingabe, okay. So. Jetzt müssten wir noch. Wir brauchen ja noch zusätzliche Garnisonen. Eine Möglichkeit, zusätzliche Garnisonen zu generieren, wäre zum Beispiel über Söldner. Weil die Einheiten sind ja zu teuer. 277, ich meine, überleg dir das mal, ne? Das ist einfach unfassbar teuer. Wir nehmen halt lieber die billigen Einheiten mit. Dadurch erhöhen wir die Garnisonsstärke. Und kriegen einen Bonus auf die öffentliche Ordnung und sparen dadurch bares Geld, weil die Einheiten sind von der Garnisonsfähigkeit genauso gut, ne, für die öffentliche Ordnung, wie halt so eine Einheit hier. Aber diese Einheit ist viel besser im Feld aufgehoben als so eine Einheit hier dauerhaft in Florenz. Vor dem Hintergrund auch hier nochmal gucken, also einmal kurz raus mit dem Helden. Wir holen uns hier einen neuen Typen, von mir aus nimm diesen Richtmeister. Ich erwarte eure Befehle. Und zwar, stopp, nein, bitte nicht.
Was hat er für Angst? Er flucht gern. Okay, gut. Ja, Loyalität 5 ist okay. So, und dann gibst du ihm hier und hier und hier noch irgendwie drei Einheiten mit. Und dann verbessert er jetzt hier ein bisschen die öffentliche Ordnung. Ne? Das ist so, sowas, was wir hier ganz gut gebrauchen können. Und du kommst einmal bitte hier hin in den Hafen. Denn mit dieser Armee. Ja, mach mal ruhig schneller. Ach, die kann ich jetzt gar nicht mehr verbessern. Ich kann die Pferde nur hier verbessern. Ja, okay, gut, dann gebe ich denen jetzt keine besseren Pferde, dann ist das jetzt halt erstmal so. Du rennst aber mal gerne noch weiter hier rüber. Hier übrigens ähnliches Spiel, ne? Also diese Armee auch eigentlich, also das geht noch so halbwegs von der Kohle, ja. Aber wir gucken mal ganz kurz hier für die Garnison. Ja, da müsste ich nochmal überlegen. Also, dass wir halt günstige Einheiten als Söldner mitnehmen, ne? Wir müssten das übrigens auch jetzt machen, denn nächste Runde bekommen wir dann 100 pro. Also, wenn man eine gewisse Anzahl an Söldnern rekrutiert hat pro Runde, dann kriegt man dieses Event Söldnerverhandlungen und dann werden alle Söldner teurer. Ihr sagt euch, ach Quatsch, Gönner, nein, so asozial ist das Spiel nicht. Doch, 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 genau so asozial ist das. Nimm die noch mit. Pass auf, den da kannst du auch noch mitnehmen. Bleib mal da stehen. Ja. Das sind ja relativ günstige Einheiten, die der halt hat. Und damit kann der schon so ein bisschen hier dann garnisonieren, ne? Ja. Aber die Equites Promoti sind auch, glaube ich, ein bisschen zu teuer als Garnisonskavallerie. Müssen wir mal gucken, ob wir das auch noch ändern. Und da vielleicht noch andere Einheiten mitnehmen. Was sind das für Söldner, die ich hier noch bekommen kann? Die hier. Ja, nimm die mal mit, die kannst du ihm gleich da oben mitgeben. So, öffentliche Ordnung hier drüben ist ja auch in der Hauptstadt ein Problem. Das heißt, hier stellen wir auch noch eine Armee auf. Nehmen wir den erbarmungslosen Angreifer nicht. Stellen wir noch eine Armee hier drüben auf und rekrutieren wir auch hier wieder die billigsten Einheiten, die es für Geld gibt. Genau. Die müssen eigentlich nur die öffentliche Ordnung versuchen, etwas zu verbessern. Ne? Und dann sind wir hier schon bei Punkt 0 und so. Und dann müsst ihr euch jetzt nur noch mal überlegen, wenn jetzt unser asozialer Regent irgendwie abnippelt, dann wird es halt auch wieder besser. Ja, also ich glaube, man erkennt das so jetzt ganz gut. Wir könnten hier jetzt an dieser Stelle übrigens auch anfangen, das Kavalleriegelände abzureißen. Das machen wir aber erst, wenn wir hier durch sind, weil ich will noch mal gucken, ob ich da die Pferde verbessern kann. Wenn das geht, wäre ja super. Guten Abend an den Raben. Ich grüße dich. Und guten Abend Membuto, falls ich es noch nicht gesagt habe. Ja, das so die Erwägung jetzt erstmal. Das heißt, wir müssen tatsächlich wieder so eine saudämliche Taktik halt anwenden, wo wir uns eigentlich selber noch mal dezimieren, ja. Hier, da sind die Cardlayer übrigens da. Und die, also wenn wir Glück haben, greifen sie uns jetzt an. Wenn wir Pech haben, machen sie da eine neue Siedlung. Aber wenn wir Glück haben, greifen sie uns hier an. Das wäre mir eigentlich ganz recht. Jo. Und bei Lasika, da müssen wir auch aufpassen. Das kann sein, dass die revoltieren. Holen wir uns noch einen Admiral. Holen wir uns noch einen Admiral. Das wird, glaube ich, zu teuer. Ich guck mal, haben wir. Wie sieht das hier aus? Da, das reißen wir ab, weil das ist zu teuer. Ne? Genau, das können wir, die können wir nicht ernähren. Und wie sieht's? Ja, das ist ja identisch. Sinope. Öffentliche Ordnung minus 23, ist auch so heftig, ne? Einwanderer minus 11 ist klar, ne? Schwierigkeitsstufe, religiöse Differenzen, Steuern, Gebäude. Ja, und dann machen wir Folgendes. Dann bauen wir hier mal eine Kirche hin. Die gibt zumindest ein bisschen öffentliche Ordnung. Haus des Stadtteils, das gibt ja auch öffentliche Ordnung. Wir müssen mal gucken. Minus 4.
-4 auf die öffentliche Ordnung. Wir haben sonst keine Gebäude hier, die die öffentliche Ordnung massiv reduzieren. Aber wir haben kaum Möglichkeit, die öffentliche Ordnung in unseren Provinzen zu erhöhen. Das ist einfach auch ein Problem. Ja, der müsste eigentlich dahin, aber das kannst du im Gewaltmarsch nicht, ne? Da kommst du nicht hin. Hunnische Einheiten rekrutieren wir vielleicht gar nicht so doof, weil die natürlich auch nochmal günstig sind. Es geht aber nur, wenn wir jetzt eine zusätzliche Armee aufstellen würden. Auf jeden Fall müssen wir gucken, dass wir die öffentliche Ordnung so ein bisschen konservieren. Hier ist schon zu krass, ne? Minus 10, da, ne? Man sieht ja sofort, das kann einfach nicht lange so gut gehen. Und wenn wir unsere Gebäude abreißen, wie zum Beispiel hier, die Hartzinnmanufaktur, ne? Das müssen wir machen hier. Wir müssen auf 3 runter. Das werden wir auch nicht überleben. Die werden alle revoltieren und das geht halt nicht. Wir können die nicht alle revoltieren lassen. Sind die alle aktiviert? Ja, sind sie, glaube ich, ne? Mein Verstand und meine Worte stehen in eurem. Ja. Der muss ja hier hin eigentlich. Da. Der ist auch aktiviert. Der nicht, der nicht und der schon. Ich bin ein Held. Ja, der läuft hier rum, klar. Ja, da müssen wir gucken. Also wahrscheinlich werden wir eine von denen verlieren, wenn wir Pech haben. Wir versuchen sie so ein bisschen abzulenken. Hm. So, hier schauen wir nochmal. Da sind keine günstigen Einheiten mehr drin. Da müssten wir halt auch schauen, dass wir ansonsten, ne, wenn du mal guckst, die Menor Latoi, die sind halt sehr günstig als Garnisonstruppen, ne? Mit 176, dafür, dass die relativ stark sind, ne? Legio oder Protectores, die sind auch relativ günstig. 138 ist auch nicht so wahnsinnig teuer, ne? Levis Amaturae, ja, das wird nicht hinhauen. Aber alles, was unter 100, alles, was unter 150 kostet, ist für eine Garnison ja super. Ja. Genau. Also wir können überlegen, ob wir diese Numeroi hier auch noch in eine andere Armee reinschieben. Die sind hier falsch aufgehoben und alles andere. Hier, die auch übrigens, ne? Die Excubitores. Vielleicht werden wir die auch noch gerade ersetzen. Und die auch, ne? Das sind alles zu teuer. Hier, diese Einheiten sind eigentlich auch wieder zu teuer. Müssen wir gucken, ob wir das so aufrechterhalten können. Ja. Ich erwarte eure Befehle. Ja, ich glaube, ich habe sonst alles gemacht. Wir gucken mal in die nächste Runde rein. Du hast eine Fähigkeit bekommen. Das ist einer unserer Statthalter. Ja, mehr öffentliche Ordnung musst du geben. Wir können einen weiteren Statthalter einsetzen. Das ist richtig. Das müssten wir auch noch machen, ja. Das geht jetzt aber gerade noch nicht. Und du bist ein General, genau. So, ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen. Und sorry, dass das jetzt so ein langes Vorgeplänkel war, aber es ist wichtig, dass wir jetzt wieder... Also wir müssen jetzt tatsächlich nochmal kurz den Rückwärtsgang einlegen. Wir müssen jetzt nochmal einen Rückwärtsgang einlegen. Wir waren so im zweiten Gang unterwegs. Hi, oh, grüß dich. Wir waren so im zweiten Gang unterwegs und das Spiel will aber nicht, dass du schneller als Schrittgeschwindigkeit fährst. Das erlaubt dir das nicht. Ich bin gespannt, was die Hunden gerade abgerissen haben. Nice! Ah, die haben diese armenische Siedlung abgerissen. Cool. Okay. Mhm. So, wir machen mal hier unser Quick Save.
Und wenn ich mich jetzt zurückziehen würde, dann greift er mich nochmal an, wahrscheinlich mit dieser Flotte, ne? Das Problem ist, alleine diese Schiffe, der macht uns komplett nackig, ne? Wir haben keine Chance mit den Artillerieschiffen dagegen. Ja, wir haben da keine Chance. Vor allen Dingen, der kommt ja auch so, der kommt sofort dazu. Diese Schiffe hier werden auch gefechtsentscheidend sein. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Damit könnten wir versuchen, auf die 5 zu schießen. Wir versuchen eine Sache trotzdem. Wir versuchen eine Sache trotzdem. Ich versuche mal ein bisschen Micro zu machen, ja. Das ist bei Flotten natürlich blöd, ja. Weil ich meine, ehrlicherweise, was willst du bei diesem KI-Gecheat großartig machen? Aber wir könnten so zwei, drei Sachen vielleicht versuchen. Vielleicht schaffen wir etwas in Ansätzen. So, Nebel ist immer super, dann treffen wir nämlich schlechter. Das ist für die KI richtig gut. Das ist Quatsch. Ja, hallo. Einmal so bitte, danke. Okay. Ja, jawohl. Also, er wird wahrscheinlich seine Schiffe, seine Artillerieschiffe wird er so aufgestellt haben, dass er sofort auf unsere Artillerieschiffe auch schießen kann. Wir müssten also versuchen, diese Flotte einmal so hinzustellen und einmal so hinzustellen. Das ist die Gruppe hier. Mach sie bitte mal so. Das ist die Gruppe hier. Und das ist die Gruppe hier. Und die schieben wir noch so ein kleines bisschen nach außen. Und die auch. Genau. Gefecht starten, aber guck mal hier, ne? Und die sind einfach sofort da. Die Flotte ist sofort da. Das ist so übel. Du kannst direkt schnelles Laden aktivieren. Ein paar Treffer haben wir erzielt. Macht mal den Rückwärtsgang rein. Guckt euch an, wie schnell der ist. Na, ihr seht, der ist halt schon, der ist so krass, der hat so einen krassen Reichweitenvorteil. Also du hast keine Chance, da wirklich was zu machen, ne? Das Einzige, was wir noch versuchen könnten, wäre halt hier nochmal irgendwie zu drehen, wenn wir sagen, hier schießt doch nochmal alle irgendwie auf den hier. Krass, guck mal. Der lebt halt einfach noch, ne? Der lebt halt einfach noch. Oh mein Gott. Ja, okay, gut. Das war's dann.
Die müssen weg. Und die müssen auch weg. Guck mal, wie schnell die sind. Alter, wie schnell die sind. Alter, wie schnell die sind. Ja, die wollen nur spielen, ganz genau, so ist es. Und das musst du dir mal überlegen, ja. Wir hätten de facto, wir haben mit dieser ganzen, mit dieser riesigen Artillerieflotte, haben wir ein einziges Schiff gekillt. Das ist so übel. Das ist so verdammt bitter. Wir müssen uns ein wenig ausruhen. Oh, du meinst es nicht ernst. Da kommt er noch hin. Ah, okay. Ja gut, dann ist es so. Dann nehmen wir jetzt noch mit, was geht, weil wir ihm dann zumindest die Flotte zerlegen können. Es ist halt nur insofern schade, weil wir unseren Admiral verlieren werden. Ne? So, dann machen wir nochmal Folgendes. Also wieder hier. So, aufstellen. Steine. Gefecht starten. So, jetzt gucken wir nochmal gerade hier. Ja, genau. Ihr schießt aber bitte nicht auf den... Obwohl, auf den Admiral schießen? Nee, schieß mal ruhig auf die anderen Schiffe. So. Und Feuer frei. Muss man gerade gucken. Haben die schon getroffen? Kann ich nicht sagen, ne? Genau. Da, zack, nachladen. Nachladen, super. Nachladen, super. Und nachladen, super. Gegen die Artillerieschiffe von ihm sind wir sowieso chancenlos. Hier schießen, ne? Okay, gut. Schaffst du den hier noch? Schaff mal den hier bitte. Also wir versuchen uns zumindest noch teuer zu verkaufen, soweit das irgendwie geht. Haben wir noch irgendwo die Möglichkeit, schnell nachzuladen? Ne, wir haben nur die Möglichkeit zu löschen, was nichts mehr bringt. Okay. Ah ja, cool. Okay, der ist aber auch down. Dann schieß doch noch auf den hier, bitte. Alles andere ist ja, also das ist ja ansonsten alles Pillepalle, ne? Auf ihn. Nice. Schieß auf ihn. Wir versuchen uns zumindest noch teuer zu verkaufen. Gewinnen können wir das nicht. Und? Teilweise keine Munition mehr, ne? Schade. Wäre cool gewesen.
Einmal hier hinten hin, komm. Jo, ne? Dann machen wir Niederlage zugeben. Nein, die Brandgeschosse bringen nichts. Der löscht die Schiffe zu schnell. Die bringen nur was mit diesen Pfeil, mit diesen Pfeilangriffen. Aber hey, die Flotte hat sich ganz gut verkauft, finde ich. Das ist gut. Also wir dürfen ja nicht vergessen, Armenien kann keine Schiffe mehr rekrutieren, ne? Armenien hat keinen Hafen mehr. Und der Genauigkeitsmalus bei den Brandgeschossen ist einfach zu krass. Der ist einfach zu krass. Boah. Mach den Kermit. Ja, wir nehmen die Einheitenverstärkung. Okay. Die Kartle sind jetzt aber vernichtet, oder? Loyalität wankt. Vindonius, Petilius, Tuditianus. Staatsangelegenheit, das Festmahl. Charakter adoptiert. Okay, super. Plus 3, plus 3, plus 3. Super, super, super. Schön. Okay. Denn damit kann man arbeiten. Ja. Ich erwarte eure Befehle. Damit können wir arbeiten. Finde ich ganz gut, dass die Hunden das Ding hier niedergebrannt haben. Aber, wo war jetzt hier Fraktion vernichtet, Kartlea? So, wer ist das? Das ist der Typ, den wir hier gerade aufgestellt haben. Ja, und der hat einfach nur eine Kack-Loyalität wegen Haushalt und Ehepartner, ja. Also wegen unseres Herrschers. Fantastico, oder? Ja, richtig gut, ne? Darfst bei ihm mal die Loyalität sichern. Okay. Gut. Soweit so schlecht. Also, die, ich sag nochmal ganz kurz, Ariovistus, also, wenn du, also die Tests sind alle gemacht. Du vernichtest wesentlich mehr Schiffe mit den normalen Steingeschossen. Die Brandgeschosse sind nicht effektiv. Alleine aufgrund dieses Genauigkeitsmalus. Ich sag noch eine andere Sache, wo die Steingeschosse deutlich besser sind. Und das war in der Schlacht eben, in diesem Seegefecht, auch tatsächlich nicht ganz unwichtig. Was die KI natürlich auch macht, wie ihr auch, ist, ihr bewegt eure Schiffe. Man hat das im ersten Gefecht ganz gut gesehen. Wir sind ja weggesegelt von der KI. Wir sind ja rückwärts oder gerudert, ne? Schiffe gewendet und rumgerudert. Und dieses Rumrudern sorgt dafür, dass wir nicht so leicht getroffen werden. Wenn wir nämlich von den Geschossen oder von der Einheit, die auf uns schießt, wegbewegen und außerhalb der Reichweite sind, dann trifft die uns tatsächlich nicht. Das ist zum Beispiel etwas, das ist bei Warhammer, ist das ein KI-Cheat, bei Attila mit den Schiffsartillerie tatsächlich nicht. Bei Warhammer würden die Geschosse wahrscheinlich trotzdem noch treffen, weil es zählt in dem Moment, als der Schuss abgefeuert wurde. Wenn du aber außerhalb der Reichweite bist, bei Attila,
insbesondere bei der Schiffsartillerie wird die dich nicht mehr treffen. So, ne, wir fahren also weg und dann werden wir nicht mehr getroffen. Und da ist auch dann tatsächlich, aber bei der Bewegung ist natürlich auch wieder der Genauigkeitsmalus dann ausschlaggebend. In dem Moment, wo die Flotte sich bewegen, ihr schießt einfach viel, viel ungenauer. Und ein bewegliches Schiff werdet ihr nicht mehr treffen. Ihr trefft die, und das ist tatsächlich so, du triffst die einfach gar nicht. Also du triffst die nur, wenn sie sich auf dich zubewegen. Ansonsten triffst du sie gar nicht. Das ist einfach ein total krasser, Buff oder Debuff eben in dem Zusammenhang. Ja. Zu euren Diensten. Genau, öffentliche Ordnung passt halbwegs hier. Kommandant. Wir machen hier jetzt Folgendes. Und zwar stelle ich mal ungefähr so hier hin. Ja, nach Scoopy. Lauf mal nach Scoopy. Ich erwarte eure Befehle. Und dann tauschst du mal gerade hier die Einheiten aus, ne? Ne, so ist okay. Ne, machen wir ruhig so, genau. Bereit zum Kampf! Kommandant! Hier gibt es irgendwo Rebellen. Da hinten. Wir hungern nach einer Schlacht. Ich erwarte eure Befehle. Wir könnten sogar überlegen, ob wir den da angreifen. Aber wir hätten die Siedlungsgarnisonen mit dabei, ne? Zu euren Diensten. Zum Sieg! Ah, cool. Ich erwarte eure Befehle. Wer stürzt, wird zurückgelassen. Genau, geh mal schnell hier nach Sinope rein. Und du gehst mal schnell nach Konstantinopel. Kommandant, zu euren Diensten. Ja. Bereit zum Kampf. Ich bin ein Held. Eine weitere Seele für Lucifer. Krass. Das Ding, also es ist voll gut, dass die Hunde das da abgerissen haben. Da haben nämlich die, hi, grüß dich, Kopsi. Da haben nämlich die Armenier einen Tempel drin gehabt und die pumpen da einfach jede Runde so einen Agenten raus, mit dem die dich dann harassen. Willst du auch nicht haben, willst du auch nicht haben. Wird alles abgerissen. Hier ist sogar eine Kirche drin, der Wahnsinn. Oder wollen wir es doch reparieren? Für 428. Können wir reparieren das einmal? Denn wenn wir die öffentliche Ordnung hier halten können, dann ist das sogar noch tatsächlich ganz witzig. Also nicht, dass wir das Ding auf Dauer halten werden können, aber... Wie kann ich euch helfen? Da ist auch noch einer. Da, die Typen da. So, ein Magier. Richtig ätzender Kacklurch. Oh Mann, ey. Ich habe versagt. Ja, du hast echt versagt. Du bist der Ultraversager. Aber hey, whatever, man.
Whatever, man. Und diese Armeen hier, die brauchen wir ja eigentlich jetzt auch an einem anderen Ort, ne? Ja. Na gut, das müssen wir im nächsten Part gucken. Ich schau mal gerade, kann ich hier ein Päuschen machen? Wir machen hier mal ein kurzes Päuschen und sehen uns gleich wieder.